Rapid mit Trainer Zoran Barisic revanchiert sich somit für die 0:2-Niederlage in der Südstadt. Die Gäste aus Niederösterreich beginnen von links nach rechts. Nach etwas mehr als 10 Spielminuten kommt hier Maximilian Sachs nicht mehr an den Stangelpass. Rapid hat die Kugel, verliert sie aber postwendend. Stefan Auer auf René Schicker. Schon steht es 1:0 für die Admira. Ausgangspunkt ist der katastrophale Ballverlust von Brion Behrendt. Schrammel kommt nicht mehr in den Zweikampf, Schicker mit seinem dritten Saisontor. Die Solospitze trifft wie schon beim 2:0 Heimsieg in der Südstadt gegen die Hütteldorfer per Kopf. Rapid hat mit Fortdauer mehr Ballbesitz, bestimmt nach schwachem Beginn das Tempo. Wir befinden uns in der 23. Spielminute, eingeleitet über Schaub, Hofmann im Zusammenspiel mit Terence Boyd und der Kapitän mit dem Ausgleich. Das 1:1 wird dabei richtig sehenswert herausgespielt. Rapid in dieser Szene mit erfrischendem Kurzpassspiel. Boyd befindet sich nicht im Abseits, leistet seine erste Torvorlage im aktuellen Wettbewerb. Steffen Hofmann schließt den Angriff perfekt ab, erzielt sein zweites Saisontor. Bei Rapid fehlt Marcel Sabitzer gelb gesperrt, Burgstaller sitzt auf der Bank, Dominik Stakel feiert sein Startelfdebüt in dieser Saison, zieht vorbei an Auer, fällt im Strafraum. FIFA-Schiedsrichter René Eisner entscheidet auf Strafstoß für Rapid. Zudem sieht Auer gelb und das geht auch in Ordnung. Stakel mit starkem Antritt, Auer mit dem Zupfer am Trikot. Der Admira-Verteidiger verhält sich da äußerst ungeschickt. Stakel nimmt das dankend an. Steffen Hofmann tritt an, verwandelt sicher in der 35. Minute. Rapid dreht das Spiel und führt mit 2:1. Der Kapitän dabei mit seinem ersten Doppelpack seit dem 9. Mai 2010. Rapid führt zur Pause vor den Augen von noch Präsident Rudolf Edlinger, dem eventuellen neuen Michael Kramer und dem aktuellen Sportdirektor Helmut Schulte. Hinein in die zweite Spielhälfte, die beginnt mit einem Foulspiel von Christopher Thibon an Thomas Weber. Beide Akteure bleiben zunächst schmerzverzerrt am Boden liegen. Und dann zeigt Schiedsrichter René Eisner dem Ex-Admiraner glattrot. Eisner wertet das Foulspiel von Thibon als Torraub. Das ist eine sehr harte Entscheidung. Rapid ist somit ab der 47. Minute nur noch zu zehnt. Und Christopher Thibon hat sich das an seinem 23. Geburtstag natürlich ganz anders vorgestellt. Nur 2 Minuten später, die Admira setzt nach. Daniel Todd auf. Na klar, René Schicker, der vollstreckt schon wieder per Kopf, stellt auf 2:2. Die Rapid-Verteidigung ist da noch nicht geordnet. Behrendt zu zögerlich. Und auch René Schicker schnürt seinen Doppelpack. In der 55. Spielminute ersetzt dann Guido Burgstaller Terence Boyd. Taktischer Wechsel von Rapid-Trainer Zoran Barisic in Anbetracht der Unterzahl. Nach rund 70 Minuten die Admira mit dem Angriff. Schick verliert die Kugel leichtfertig. Rapid fährt den Konter im eigenen Stadion. Christopher Trimmel vorbei an Schösswenter. Da ist der Joker, der sticht. Guido Burgstaller mit dem 3:2 für Rapid. Zuvor aber die Admira über Thorsten Schick. Der leistet sich den Ballverlust und dieser wird für ihn zum persönlichen Fiasko. Trimmel vorbei an Schösswenter. Ideale Hereingabe. Burgstaller steht goldrichtig, erzielt sein 7. Saisontor. Die Admira zeigt sich davon unbeeindruckt. 4 Minuten später Schwab auf Schick, der Ausgleich. Nein, Assistent Daniel Trampusch hebt die Fahne und liegt damit wie schon dreimal zuvor daneben. Schrammel hebt das Abseits von Schick klar auf, bitter natürlich für die Admira in dieser Szene. Die Niederösterreicher machen insgesamt zu wenig aus der numerischen Überlegenheit. Rapid sorgt in der 90. Minute für die Entscheidung. Guido Burgstaller ist dieses Mal der Vorbereiter. Branko Boskovic sorgt für den Schlusspunkt von 4:2. Alles korrekt bei diesem Treffer in der Entstehung. Der Sieg von Rapid geht in Ordnung. Die Hütteldorfer sind über das gesamte Spiel gesehen das bessere Team. Somit feiert Rapid in der Liga den 2. Sieg am Stück. Dadurch herrscht natürlich beste Stimmung bei den Siegern. Wir hören hinein in die Stimmen zum Spiel. Heute habe ich wieder mal 2 Tore geschossen, das ist schon lange her. Aber ich glaube, wir haben als Mannschaft ein tolles Spiel gemacht. Und ich habe einen Teil dazu beigetragen.
aber mehr nicht. Ja, ihr trainiert schon wieder seit einiger Zeit mit der Mannschaft mit. Es hat mich gefreut, dass der Trainer Einsatzminuten gegeben hat. Und natürlich bin ich überglücklich, dass man da an der Assist gelungen ist. Aber wichtiger ist, dass man die Partie hat gewonnen hat. Ich möchte meiner Mannschaft ein Kompliment machen für diese Leistung heute, die sie geboten haben. Plus möchte ich mich bedanken bei unseren Fans, bei unseren Zuschauern. Heute war eine Einheit im Stadion zu sehen, die wir kennen noch aus früheren Tagen. Und ja, ich hoffe, dass das in dieser Tonart weitergeht. Es ist 2-2 gestanden und wir wollten gewinnen und haben da einen Gegenangriff verschlafen. Besser gesagt, wir sind uns festgelaufen vorne und haben einen Konter gekriegt. Und das war die Vorentscheidung. Ich glaube nicht, dass man unbedingt rot sein muss. Der Schiedsrichter hat es begründet mit letzter Mann. Okay, man muss es eh so hinnehmen, wie es ist. Und mich freut trotzdem, dass man gesehen hat, was in der Mannschaft steckt, dass sie Moral gezeigt hat und da Vollgas gekämpft hat und man trotzdem noch einen schönen Geburtstag gemacht. Wir haben jetzt mit Sturm eine sehr gute Partie gemacht. Wir haben jetzt heute, glaube ich, 60 bis 65 Minuten super gespielt. Wir haben mitgehalten mit Rapid und auf das können wir aufbauen. Ja, rein sportlich ist die Admira damit ja auch gar nicht mehr Tabellenletzter, Herbert Weber. Eigentlich ist das jetzt Wacker Innsbruck. Wie bewerten Sie die Situation der Admira rein sportlich? Denn die Auftritte zuletzt waren ja in Ordnung. 2-0 gewonnen in Graz gegen Sturm und heute gute Leistung, aber verloren bei Rapid. Ja, seit Sie wissen, dass Sie ums Überleben kämpfen müssen bei jedem Spiel, hat diese Mannschaft ein völlig anderes Gesicht. Unglaublich, der Einsatz, der Siegeswillen, das hat man auch heute wieder gesehen. Sie wollten sich nicht begnügen mit dem Unentschieden, mit diesem 2-2, deswegen auch alle nach vorne. Und dort hat man auch gesehen, dass es einen gewissen Routinemangel gibt, aber den kann man den jungen Spielern nicht vorwerfen. Und deswegen hat auch Rapid dann letztendlich die Qualität ausgespielt und im entscheidenden Moment die Tore geschossen. Aber trotzdem war es wieder eine sehr gute Leistung der Admira. Also diese Pfeif-drauf-Mentalität, die tut der Admira vielleicht gut? Ja, das hat man gesehen. Sie spielen einen attraktiven Fußball, haben sehr viele technisch gute Spiele in ihren Reihen und das Laufverhalten ist großartig. Also die Mannschaft, die lebt, jeder Einzelne will sich beweisen und das ergibt dann in Summe diese gute Leistung. Heute Jubeltrubel, Heiterkeit in Grün-Weiß und doch viel Frust bei den Rot-Weißen. Nach einer guten Anfangsphase wurde die Admira von Rapid ausgespielt, überrollt und ausgekontert. 8 Schüsse von Rapid auf des Gegners Kasten. Immerhin effizient, die Admira bei 2 Versuchen aufs Tor, beide drinnen. Auch sonst spricht hier alles für einen verdienten Sieg des SK Rapid. Bin gespannt, wie das der Admira-Torhüter Manuel Kutin sieht. Ja, die Admira war eigentlich mit einem Mann mehr. Warum gibt es am Ende dann doch diese klare Klatsche hier in Hütteldorf? Naja, klare Klatsche. Also ich muss sagen, wir haben dann nur ein 3-2 aufgemacht hinten, was natürlich klar ist, wenn wir gewinnen wollen die Partie noch. Und ja, wenn du offen bist hinten, kann was passieren auch noch. Und haben wir heute gesehen, dass was passiert ist. Ja, für Sie 4 Gegentreffer, wie war es für Sie persönlich, da im Hanapi-Stadion erstmals aufzutreten? Also von der Stimmung her war es super. Natürlich, dass wir verloren haben, ist eher weniger gut. Aber ich muss sagen, wirklich super da. Ja. Wie war es für Sie eigentlich? Haben Sie damit gerechnet, heute von Anfang an dabei zu sein? Ich habe es mir erhofft. Es war ein langer Hin und Her. Wir haben es lange nicht gewusst, aber schlussendlich hat sich der Trainer für mich entschieden. Ja, diese 4 Gegentreffer, könnten die jetzt das Gegenteil bewirken? Das weiß ich leider nicht. Das werden wir nächste Woche sehen. Das Spiel 1 nach Kiew. Guido Burgstaller ist wieder da und stellt sich gleich ein mit einem Treffer, mit einem Assist. Rapid besiegt die Admira in Hütteldorf. 4-2, das Ganze eingeschätzt von Michi Konsel, unserem Experten. Wie sehr geht denn dieser 4-2-Sieg in Ordnung? Rapid war in Unterzahl in der zweiten Hälfte, eigentlich klar besser. Geht schon in Ordnung. In Summe war Rapid einfach die bessere Mannschaft. Und auch in Unterzahl haben sie dann etliche Chancen noch vorgefunden. Hätte ein bisschen höher sogar noch ausgehen können. Die Admira hat ja ersten Halbzeit 20 Minuten sehr gut gespielt. Sind auch in Führung gegangen, haben dann eigentlich dieses 1-0 ganz schlecht verwaltet oder gar nicht. Und zweite Halbzeit war es ähnlich. Wieder ein starker Beginn, aber dann auch nur 20 Minuten und dann sind es
extrem zurückgefallen. Schauen wir gleich auf diesen starken Beginn. Minute 49. Admira Retour in dieser Partie. Das 2:2 eingeleitet von Schwab. Daniel Tod nach seinem Comeback mit dem ersten Assist. Und dann passt überhaupt niemand auf René Schicker auf. Der mit seinem zweiten Kopfballtor. Warum passt niemand auf? Weil Christopher Thibon eine Minute zuvor ausgeschlossen wurde und da überhaupt keine Ordnung noch war. Gut, ja, gibt es keine Zuordnung. Aber man sieht jetzt ganz genau, dass Behrendt schon da war. Also, das hat jetzt mit denen nicht wirklich was zu tun. Da muss einfach Verantwortung übernehmen, wenn keiner da ist. Und zu dem Ball einfach energisch hingehen, wie man halt als Verteidiger hingeht. Und ja, dann köpft eigentlich direkt aufs Tor. Ein komisches Tor, finde ich. Also, ja, aber die Admira hat zu dem Zeitpunkt wieder versucht, Pressing gemacht. Und dann ist auch zu diesem Foul gekommen, was sehr brutal war. Aber ob man da gleich rot zeigen muss, ist auch die Frage. Aber es war zu wenig in Summe. Ja, Sie haben das Kontern der Rapidler schon in der Halbzeitpause angekündigt. Und das ist dann gekommen. Und wie es gekommen ist, einmal, wir schauen auf das 3:2, auf den Treffer, der Rapid auf die Siegerstraße gebracht hat. Schick verliert den Ball, Sonnleitner auf Trimmel, der zunächst einmal mit 40 km/h läuft da allen auf und davon. Und der gerade eingewechselte Guido Burgstaller, das war ein Konter aus dem Rapid-Bilderbuch. Absolut, ist absolut. Ja, kann sich jeder anschauen aus dem Lehrbuch. Aber man muss schon sagen, also wie der Trimmel den Turbo zündet und Sjöss Wender schaut da sehr alt aus, muss man schon sagen. Also das Tor gehört fast zur Gänze eigentlich Trimmel, weil er zündet wirklich da den letzten Gang, den er noch hat und gibt Sjöss Wender überhaupt keine Chance und spielt noch sensationell auf. Burgstaller braucht noch mit Fuß hinhalten. Also ich sage, der Treffer gehört natürlich auch dem Trimmel, aber sehr wohl auch. Guter Burgstaller. Ein Tor, ein Assist, was für ein Comeback, Guido, ein perfektes Comeback. Ja, es freut mich einfach, dass ich wieder am Platz stehen darf. Ich habe jetzt 4 Wochen zugeschaut, es war eine schwere Zeit, aber die Jungs haben das alles super gemacht. Und ich glaube, heute hat man gesehen, was für Charakter in der Mannschaft steckt. Muss man einfach gratulieren und wir waren auch verdienter Sieger heute. Ja, Ihre Performance, der Beweis, dass Sie wieder voll fit sind, voll einsatzfähig sind? Ja, ich trainiere jetzt schon wieder seit einiger Zeit mit der Mannschaft mit. Es hat mich gefreut, dass der Trainer mir Einsatzminuten gegeben hat und natürlich bin ich überglücklich, dass mir ein Tor und ein Assist gelungen ist, aber wichtiger ist, dass wir die Partie hat gewonnen haben. Ja, dieser deutliche Sieg mit einem Mann weniger, genau die richtige Injektion vor dem Spiel gegen Genk? Ja, ich glaube, wir haben ganz gut angefangen, haben dann ein blödes Gegentor gekriegt. Dominik Dibi ist an der roten Karte, das hat das auch nicht gerade in die Karten gespielt, aber wir sind zurückgekommen, haben super Leistung gebracht und das war ein richtiger cooler Sieg. Halt. Danke, Gratulation. Ja, ein cooler Sieg und cool, dass er wieder da ist. Den Schlusspunkt, das 4:2 in der 90. Minute hat dann nämlich auch Guido Burgstaller hier bereits am Ball eingeleitet, wie er da die Admira-Defensive verlädt. Er ist auch wieder der Alte, hat nicht lange gedauert, dass er wieder da war und dann natürlich schön eingeleitet auf. Und dem tut der Treffer natürlich auch gut. Branko Boskovic, wie ich also. Ja, viel besser kann man es auch nicht machen, wobei die Verteidigung auch nicht gut ausschaut, aber man sieht, er ist spritzig, schnell, wieder hundertprozentig fit, ganz wichtiger Mann für Rapid. Ganz egal, wie Ried jetzt im Anschluss gegen Innsbruck spielt, die 3 Punkte, die sind hier in Hütteldorf und die Tabelle verdeutlicht das Ganze auch, dass Rapid einen ganz großen Schritt nach vorn gemacht hat. Ja, Rapid hat vorgelegt, ich würde jetzt nicht vom Pflichtsieg reden, aber man sollte gegen die Admira schon 3 Punkte machen können. Haben sie eindrucksvoll dann letztendlich bewiesen und ja, die anderen müssen nachziehen. Der Druck ist groß.